bitte auf. Was wollen Sie denn schon wieder hier? Hat Clara etwa schon gestanden? Nein, das hat sie nicht. Wir wollten noch einmal mit Ihnen sprechen. Ich muss arbeiten. Wir werden Sie nicht lange aufhalten. Hier lang. Meister Rittenau, dies ist Anna Freud. Clara war eine Patientin meines Vaters. So ist das. Viel geholfen hat es wohl nicht. Meister Rittenau, Sie haben Ihre beiden Kinder tot im Bett gefunden. Ja. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen, was den Tod der Kinder verursacht haben könnte? Nein. Trotzdem haben Sie der Gendarmerie ohne Umschweife erzählt, dass Sie Ihre Frau verdächtigen. Ja. Den Grund hierfür sehen Sie in dem Umstand, dass Sie Ihrer Frau erzählt haben, dass Sie mit einer anderen Frau verkehren. Ja. Nun. Was hat Sie dazu bewogen, diesen Umstand Ihrer Frau mitzuteilen? Sie wissen doch, wie Frauen sind. Schließlich sind Sie eine. Zuerst reden Sie sehr viel und dann reden Sie plötzlich gar nicht mehr. Ihre Frau hat geahnt, dass Sie untreu sind? Sie hat es gewusst. 4 Wochen lang überlege ich, wie ich es ihr sage. Und dann stelle ich fest, sie hat es bereits gewusst. Wie hat sie auf ihr Geständnis reagiert? Fast gar nicht. Ich dachte, sie wird vielleicht wütend, aber nichts. Sie hat sogar Scherze gemacht. Also so unlustige, wissen Sie? Sie hat schon den Plan gehabt, die Kleinen umzubringen. Nur um mich zu bestrafen. Wir untersuchen die Leichen der Kinder, aber es sieht schon jetzt danach aus, als wäre Gift im Spiel. Ja, damit kennt Clara sich aus. Tropfen, Pulver, Öle, für jeden Zweck. Ich wette, sie hat auch selbstständig was genommen. Das ist doch nicht menschlich, sowas zu tun. Tja, dann sind wir wohl fertig hier. Ich denke schon. Können wir noch mit Laura sprechen, Meister Rittenau? Laura ist um diese Zeit noch im Gymnasium. Wie auch immer, wir können ja im Zweifel noch mal wiederkommen. Wenn Sie meinen, hier geht's raus. Ein Klotz, wenn Sie mich fragen. Aber unschuldig. Schuldig allein wegen der Untreue. Und ja, ein Klotz. Selbst für einen Mann. Danke für die Blumen. Ich teile Ihre Ansicht, dass der Mann unschuldig ist. Nur so ein Gefühl. Wir haben etwas erfahren, das eher gegen die Mutter als Täterin spricht. Und was sollte das sein? Er hat das von Ihnen vermutete Hauptmotiv recht fraglich erscheinen lassen. Wieso meinen Sie das? Sie sind doch noch immer der Ansicht, Clara hätte aus einem Affekt der Eifersucht gehandelt, als sie von der Liebschaft ihres Mannes erfuhr. Ja. Wenn wir dem Meister glauben können, wusste seine Frau aber schon Wochen vorher davon. Ich meine, sie könnte in der Zeit geplant haben, den Giftmord vorbereiten. Vielleicht hat sie auch den Plan gefasst und hat dann wochenlang mit ihrem Gewissen gerungen. Langes Schweigen der Frau und dann macht sie Scherze über die üble Situation. Ihr Schock lag in der Vergangenheit und sie schien bereits Wege gefunden zu haben, mit der ihr zugefügten Verletzung umzugehen. Mir erscheint es recht ungenügend, sich für Untreue mit einem Witz zu rächen. Vielleicht. Aber du musst zugeben, dass es nicht ganz stimmig ist. Wenn mich jemand so zum Narren hält, wäre ich nicht zum Scherzen aufgelegt. Ich denke, da irrst du dich. Du bist eine sehr lustige Person. Manchmal. Ich habe keinen Humor, von dem ich weiß. Und das ist umso lustiger, wenn ich darüber nachdenke. Papa. Schon gut. Was sollen wir jetzt machen? Du wirst auch noch mit der Tochter reden. Karl weiß Bescheid. Und vielleicht solltet ihr euch auch gleich die Dritte im Bunde ansehen. Die Liebschaft? Diese Frau hat nicht weniger Motiv. Und was machst du? Heute ist Mittwoch. Ach ja, deine Gesellschaft.
Willst du denen etwa erzählen, was mit den Rittenhouse vor sich geht? Ohne ins Detail zu gehen und sicherlich ohne Namen fallen zu lassen. Und wenn du so abfällig über diese Treffen denkst, wirst du niemals zu dieser Runde gehören. Oh. Ich werde der Mittwochsgesellschaft beitreten, wenn die Begonien auf deinem Grab ins zweite Jahr gehen. Was habe ich gesagt? Eine lustige Person.